Ja, Digitalisierung und Gehirn, für manche Mensch gegen Maschine, es klingt ein bisschen wie Terminator. Aber ich möchte Ihnen heute zeigen, tatsächlich ist es gar nicht so schlimm, es ist keine Kriegserklärung. Wir als Menschen haben nämlich einen wirklich unglaublichen Vorteil. Wir können fühlen mit unseren Sinnen. Daraus resultiert ein Datensatz, den wir in unserem Gehirn verarbeiten, ähnlich einer Maschine. Und unser Gehirn ist ja wohl so das wichtigste Organ des Körpers, bis man dann überlegt, welches Organ sagt einem das eigentlich, dass es das wichtigste Organ ist. Das heißt, wir denken, wir fühlen und danach handeln wir. Was ist der Unterschied zu einer Maschine? Eine Maschine wird programmiert, die ist natürlich unglaublich schnell in dem Bereich, in dem sie programmiert wird. So ein Schachcomputer wird die meisten von uns relativ problemlos schlagen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ein Schachweltmeister unglaublich gut im Bett ist, aber ich kann eins sagen, ein Schachcomputer ist nicht gut im Bett. Das heißt also, wir reden immer über eine einzige Fähigkeit, die so eine Maschine hat. Das Problem ist aber, dass uns das Angst macht. Das heißt, nur weil diese Maschine unglaublich schnell ist, weil sie eine Fähigkeit unglaublich gut beherrscht, haben wir plötzlich den Eindruck, wir wären zu langsam, wir kriegen Angst. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Digitalisierung macht vielen Menschen Angst, ja, diese Omnipräsenz. Das Interessante ist, wenn wir Angst haben, dann reden wir meistens über selbstgemachte Ängste. Denn wer von Ihnen rennt 135 Mal pro Tag zum Briefkasten, um den Eingang seiner Briefe zu kontrollieren? Das würde keiner machen, aber tatsächlich ist es so, dass wir 135 Mal pro Tag E-Mails checken, WhatsApp-Verläufe anschauen, SMS lesen, Instagram checken, Facebook checken. Das heißt, wenn wir Ängste haben, dann können wir uns relativ sicher sein, dass diese Ängste irgendwas mit unserem Gefühl zu tun haben. Das heißt, wir sind besser als jede Maschine, weil wir fühlen können. Aber das ist auch tatsächlich der Nachteil. Denn wenn wir Ängste haben, dann kommt immer sofort dieses Ja-Aber. Das ist der menschliche, ultimative Superkick in der Argumentation. Ja-Aber, ich muss ja erreichbar sein. Ich muss ja meine E-Mails checken. Ich muss ja gucken, dass ich erreichbar bin. Dieses Ja-Aber führt dann dazu, dass wir wirklich biologische Probleme kriegen. Unsere Entspannung geht flöten. Niemand sitzt mehr da im Meditationssitz und relaxt mal eine halbe Stunde, weil es klingelt ja ständig irgendein Gadget, das uns daran erinnert, dass wir erreichbar sein müssen. Neben der Entspannung geht natürlich noch ein Punkt flöten, nämlich unsere sozialen Kontakte. Ja, wenn der Mann abends sagt, schlaf gut Alexa, und dabei vergisst, dass neben ihm eine Frau liegt, dann wird das natürlich ein Problem auf sozialer Ebene. Genauso kommunizieren Menschen heute tatsächlich am Essenstisch und kommunizieren über Handys. Ja, das ist unglaublich. Vor über 100 Jahren wurde das Telefon erfunden, damit wir uns besser unterhalten können. Dann kam Steve Jobs, hat das iPhone erfunden, damit wir uns nicht mehr unterhalten können persönlich. Also das heißt, die Kommunikation ist tatsächlich schwierig für uns. Und wir neigen auch dazu, nicht mehr im Liegen zu schlafen, weil 80% der Berufstätigen heute Schlafprobleme haben. Das heißt, wir lehnen irgendwie nachts an der Wand, fragen uns, ob unser Sinn noch im Leben vorhanden ist und können nicht mehr richtig schlafen. Das nächste Problem ist, unsere Aufmerksamkeitsspanne reduziert sich auf eine unglaublich drastische Art und Weise. Tatsächlich gibt es aktuelle Studien, die neurowissenschaftlich noch ein bisschen hinterfragbar sind, aber diese Studien sagen, dass der junge Mensch heute im Durchschnitt 8 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne hat. Wer die Zahl nicht glaubt, hier steht's. Ja? Das heißt, nach diesen 8 Sekunden kommt dann plötzlich so ein Kollege um die Ecke geschwommen. Und wir müssen heute sagen, früher waren es die Einserschüler, die Streber in der Schule, heute ist es tatsächlich der Goldfisch. Der Goldfisch hat nämlich sagenhafte 9 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne. Jetzt können Sie überlegen, wie es weitergeht. Ich möchte Ihnen ja eine Lösung präsentieren in diesen unglaublichen 7 Minuten. Die Frage, die Sie sich stellen müssen, können Sie noch Unwichtiges von Wichtigem unterscheiden? Denn wenn wir neurowissenschaftlich die Probleme der Digitalisierung auf den Punkt bringen, dann ist es tatsächlich so, dass wir in der Zwischenzeit nicht mehr in der Lage sind, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Und das ist die wichtigste Erkenntnis. Wenn Sie die heute mitnehmen, hat sich der Tag für Sie schon gelohnt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen Sie denn wieder dazu, zu entscheiden, was Ihnen wichtig ist? Stellen Sie sich bitte mal die Frage, was wollen Sie wirklich? Und wenn man heute Menschen fragt, möchtest du wirklich entspannt sein, möchtest du wirklich eine glückliche Beziehung, möchtest du wirklich wohlhabend sein, dann sagen die meisten sofort, ja klar, will ich. Sie merken schon, wirklich ist relativ schwach. Deswegen würde ich empfehlen, fragen Sie sich, was Sie wirklich, wirklich wollen. Denn wenn Sie etwas wirklich, wirklich wollen, wird es interessant. Dann stellen Sie nämlich fest, dass Sie was dafür tun müssen. Ja, niemand führt eine glückliche Beziehung einfach nur, weil er sie will, sondern weil er dafür arbeitet. Niemand ist wohlhabend, weil er es einfach nur will, sondern weil er was dafür tut. Ja, Sie verstehen den Kontext. Jetzt wird es aber noch spannender, wenn Sie sich fragen, was Sie wirklich, wirklich, wirklich wollen. Dann wird plötzlich klar, dass das Dritte wirklich schmerzhaft ist.
Das heißt, wenn Sie bereit sind, über Monate, Jahre, Jahrzehnte hinweg ein Ziel zu verfolgen, wenn Sie etwas wirklich, wirklich, wirklich wollen, dann werden Sie eine Menge Schmerzen erleiden. Sie werden aber genau dieses Ziel erreichen. Und die gute Nachricht zum Thema Digitalisierungstrend ist, Sie werden feststellen, wenn Sie etwas wirklich, wirklich, wirklich wollen, haben Sie gar keine Zeit mehr für, oh, ich habe schon zerstört, für YouTube, Instagram, Netflix und wie die ganzen Ablenkungsmanöver heißen. Wenn Sie sich also dafür entscheiden, auf Ihr Gefühl zu hören, das, was Sie von einer Maschine massiv unterscheidet, dann wird es spannend, dann haben Sie Zugriff auf die wichtigste Cloud Ihres Lebens. Man könnte sagen Seelenplan, man könnte sagen die Idee, für die Sie hier angetreten sind, für die Sie geboren sind. Und das wird eine Maschine nie leisten können. Sie sind viel, viel mehr. Sie haben das genialste Netzwerk, das es auf diesem Planeten gibt, in Ihrem Kopf. Mit einer Anzahl von Verknüpfungen, die eine Maschine nie leisten kann, die nicht nur elektromagnetisch sind, sondern die auch noch biochemisch sind. Das heißt, Sie können fühlen, was Sie wirklich, wirklich, wirklich wollen, aber eben nur, wenn Sie sich nicht ablenken lassen. Und dann kommen Sie zu dem wichtigsten Organ Ihres Lebens, verbinden Sie Ihr Herz mit Ihrem Kopf. Und plötzlich sind Sie Mensch und nicht mehr Maschine oder Roboter. Viel Spaß beim wirklich, wirklich, wirklich fühlen. Danke, dass jemand nach mir aufräumt.